Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu The Longest Journey, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir nun hier diese Unterwasserwelt in Arcadia erkundet. Ja, in der letzten Folge haben wir mutmaßlich ein Schiff zum Kentern gebracht und die gesamte Crew gefährdet. Ja, dass der Captain uns dann nicht mehr so gern hatte, ist irgendwie nachvollziehbar. Okay. Danach waren wir schiffbrüchig und wurden von Meermännern in die Tiefe entführt. Und hier sind wir nun. Eine Zeichnung, auf der sich ein Mann in den Finger schneidet und sein Blut mit grünem, moosartigem Zeug vermischt. Er bildet einen Klumpen daraus. Er taucht eine schwarze Perle hinein und isst sie. Das ist ja eklig. Vielleicht stimmen die Geschichten über menschenfressende Meermänner am Ende doch. Aber da im nächsten Bild scheint er sich mit der Kreatur, die ihn hergebracht hat, problemlos zu verständigen. Die Zeichnung eines Menschen, der sich einen Polypen in den Mund steckt. Igitt. In der nächsten Zeichnung kann er unter Wasser atmen. Bequem, aber ziemlich drastisch. Eine Zeichnung, auf der ein Mann sein Blut mit grünem Zeug mischt. Er gibt die Mischung auf eine schwarze Perle, die er dann verspeist. Danach kann er die Spiewand sieht organisch aus. Und die blauen Dinger? Ich glaube, das sind Polypen. Sie sind ein lebender Teil der Wand. National Geographic wäre begeistert. Da kommt frischer Sauerstoff durch. Die Polypen filtern irgendwie den Sauerstoff aus dem Wasser. Deshalb kann ich hier auch atmen. Die ganze Wand sieht organisch aus. Es leben Polypen darin. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Draußen ist Wasser. Unmengen von Wasser. Wenn ich rausschwimme, ertrinke ich. Okay. Haben wir irgendwas im Inventar? Das Organoplastik haben wir. Das erzeugt doch Sauerstoff. Wir nehmen mal so einen Polypen aus der Wand. Oh, der sieht hübsch aus. Der Polyp, den ich aus der Wand gezerrt habe. Draußen ist Wasser. Unmengen von Wasser. Wenn ich rausschwimme, ertrinke ich. Wo finden wir so eine Perle? Oh, ist das widerlich. Aber ich muss hier rauskommen. Dieses Haus für Luftatmer wie mich erbaut. Was haben wir hier Schönes? Eine Muschel. Eine große Seemuschel. In der Muschel liegt eine große schwarze Perle. Okay, die sollten wir dann mit unserem Blut mischen. Ja, Autosafe beschreiben. Und da ist eine Stadt. Wir gehen wieder zum Lufthaus. Haben wir irgendwas, mit dem wir uns in den Finger schneiden können? Wenn es sich entzündet, muss ich mir den Finger abbeißen, um die Krankheit aufzuhalten. Ich werde alle verklagen. Autsch! Was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Welten.
Okay, jetzt haben wir Blut. Blut mit Perle. Perle mit Blut. Eine Zeichnung, auf der ein Mann sein Blut mit grünem Zeug mischt. Er gibt die Mischung auf eine schwarze Perle, die er dann verspeist. Danach kann er die Sprache der Meermänner verstehen. Grünes Zeug. Grünes Zeug. Seetang. Meinen die das vielleicht? Aber das kann ich nicht wirklich mitnehmen. Der Seetang ist hier so dicht und verwickelt, als wäre es Absicht. Habe ich ein Messer oder sowas? Nee. Wir schwimmen mal da zu der Stadt. Vielleicht findet mir da das grüne Zeug. Warum habt ihr mich hergebracht? Na toll. Ich hänge auf dem Meeresgrund bei einer blubbernden Meerjungfrau fest. Unhöflich, April. Sehr unhöflich. Es muss einen Weg geben, mit diesem Wesen zu reden. Ein wunderschöner blauer Kristall. Den nehme ich. Ein Speer? Ich fasse hier am besten. Warte mal, grünes Zeug, grünes Zeug. Eine strahlend grüne Substanz ist gleichmäßig über die Wände verteilt. Sie spendet Licht und Wärme. Okay. Blut mit grünes Zeug. Okay, und jetzt. Aber ich habe doch jetzt die Perle. Ich gehe noch mal ins Lufthaus. Ich schaue mir noch gleich noch mal das Wandbild an. Irgendwas habe ich gerade vergessen, habe ich das Gefühl. Ja, doch. Eine Zeichnung, auf der ein Mann sein Blut mit grünem Zeug mischt. Mhm. Er gibt die Mischung auf eine schwarze Perle, die er dann verspeist. Danach kann er die Sprache der Meermänner verstehen. Eine große schwarze Perle. Zu Hause bekäme ich bestimmt eine Million dafür. Aber hier gibt es sie in rauen Mengen. Ich konnte noch nie gut Pillen schlucken. Ich schon. Besonders keine großen, goldenen, magischen. Na gut, bringen wir es hinter uns. Okay, und dann hier runter in den Ausgang. So, in die Stadt und ein Gespräch mit den Meermännern anfangen. Mal sehen, was sie so zu sagen haben. Ich wette, dass die auch irgendeinen Teil der Scheibe haben hier unten. Oder uns was über den versunkenen Gott sagen können. Ein Meerwesen. Ein wunderschöner blauer Kristall. Verstehst du, was ich sage? Ja, wir verstehen. Komisch. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass ich dich nicht verstehen sollte. Aber ich verstehe, was du sagst. Du hast die beiden Prüfungen des Sammlers bestanden, Erdgebundene. Du atmest unter Wasser und sprichst die Sprache der Meerum. Jetzt kannst du uns dienen. Dienen? Euch dienen? Du wurdest hierher gebracht, um uns als Tanyen-Sammler zu dienen. Ich bin doch kein Diener. Du irrst dich, Erdgebundene. Dein Leben gehört jetzt uns. Du dienst uns. Wir haben dich von deinem Tod in unser Leben geholt. Ich hätte mich auch allein retten können. Erdgebundene, du hättest ohne euer ungesalzenes Wasser nicht lange im gelben Feuer überlebt. Du wärst vor der nächsten Dunkelheit gestorben.
Was ist Tanjen? Tanjen ist Leben. Tanjen bringt Licht in die Dunkelheit und belebt unsere Höhlen. Tanjen hält den Beißer von unseren Kindern fern und wärmt uns, wenn wir frieren. Tanjen ist Leben. Wo kommt das Tanjen her? Unsere Sammler klauben es aus den Höhlen und von den Stränden der Inseln auf. Aber jedes Jahr wird es weniger. Wir brauchen Hilfe. Warum sammelt ihr das Tanjen nicht selbst? Könnten wir, aber wenn wir uns weiter von unseren Städten entfernen, jagt uns der Beißer und frisst uns. Wenn wir in Gruppen reisen, müssen wir unsere Männer und Kinder ohne Schutz zurücklassen. Und wir dürfen nicht zu nah an die Inseln kommen. Dort könnten uns die Flugdämonen entdecken. Sie lassen unsere Sammler aber in Ruhe. Du hast also nichts zu befürchten. Beißer klingt nach Haifischen. Wie kommt es, dass das Tanjen so vielseitig ist? Tanjen spendet Wärme und Licht. Es zieht die Ernte an. Ernte? Die Geschöpfe der See, die wir essen. Die Goldschwänze, Tankaugen und Sandfresser. Ah, Fische, ihr meint Fische. Die Ernte, ja, das sagte ich. Die Ernte wird vom Licht und der Wärme angezogen. Aber die Beißer sind schlau und bleiben weg. Sie wissen, dass wir im Licht besser mit unseren Speeren zielen können. Wer sind die Flugdämonen? Hässliche, ledrige Kreaturen, die sich der Natur widersetzen und hoch in den Himmel fliegen. Sie sind böse und leben nur, um unser Volk zu vernichten. Töten die Beißer auch Sammler? Selten. Euer Fleisch ist bitter und hart. Nicht so weich und zart wie unseres. Ich frage mich, woher ihr das wisst. Ich glaube, ich weiß jetzt genug über das Tanjen. Du hast nichts gelernt. Aber unsere Ausbildung wird dich lehren, was du wissen musst. Seid ihr das Volk der Merum? Wir sind die Merum. Viele Erdgebundene nennen uns Meermänner oder Meerleute. Aber unser richtiger Name ist Merum. Wer bist du? Wir sind die Königin der dritten Merumstadt. Erleuchtete Bewahrerin des Tanjen. Beschützerin des Lichts. Oh, tut mir leid, Eure Majestät. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ihr eine Königin seid. Wir sind nur die Königin. Wir dienen dem Volk. Beleuchten unsere Städte. Versorgen unsere Männer und Kinder mit Nahrung. Und beschützen sie vor den Beißern, die uns in der Dunkelheit jagen. Weiß jemand hier, wo mein Schiff untergegangen ist? Das Fahrzeug, mit dem du leichtsinnigerweise über das Wasser gereist bist? Es ruht nicht weit von hier, direkt in der Nähe der Blase der Erdgebundenen, wo man dich zuerst hingebracht hat. Ich glaube, er ist tot. Wo kann ich das Schiffswrack nochmal finden? In der Nähe der Blase der Erdgebundenen. Ist die Insel Alais den Merum bekannt? Ja, wir kennen die Insel Alais. Unsere Sammler finden dort das Tanjen. Die Merum bewohnten einst eine Stadt in den seichten Wassern darunter. Könnt ihr mich dorthin bringen? Solange deine Ausbildung nicht abgeschlossen ist, kannst du nicht sammeln gehen. Wir können es nicht riskieren, dich an den Beißer zu verlieren. Du musst meinem Volk dienen. Wie lange dauert die Ausbildung? 6 kalte Ozeane. 6 Jahre? Naja, das ergibt Sinn. Alles in dieser Welt dauert ewig. Mir wurde erzählt, ihr verehrt einen alten Gott, der in der Tiefe lebt. Wie kommst du zu diesem verbotenen Wissen? Ich hab's irgendwo unterwegs gehört. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Dich? Nein, das können wir nicht. Selbst wenn du eine Merum wärst. Es ist nicht einmal uns erlaubt, zu unserem schlafenden Gott zu sprechen. Ich möchte gern mehr über das Tanjen erfahren.
Gern. Was möchtest du wissen? Danke. Ich habe keine weiteren Fragen zum Tanyan. Okay, wir wissen alles. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Wir werden dich bald rufen, damit du deinen Dienst antrittst. Bis dahin solltest du in der Blase der Erdgebundenen bleiben und dich von dunklen Wassern fernhalten, in denen die Beißer lauern. Ein wunderschöner blauer Kristall. Okay, den konnten wir nehmen ohne Ärger. Was mit dem Speer? Lass den Speer stehen. Er gehört dem Wasserzähmer. Tut mir leid. Die Königin der Meerum. Lass den Speer stehen. Er gehört dem Wasserzähmer. Okay. Tut mir leid. Was haben wir sonst noch? Die kostbare Substanz Tanyan. Da ist die Blase, da ist der Seetang. Ich glaube, wir bräuchten eventuell den Speer, um da durchzukommen. Der Seetang ist hier so dicht und verwickelt, als wäre es Absicht. Wir schwimmen zum Schiffswrack. Gucken mal, ob da irgendwo eventuell unser... Oha. Der Beißer versteckt sich im Schatten. Er wartet, bis ich näher komme, damit er mich angreifen kann. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Okay, der Unsichtbarkeitstrank hilft uns jetzt nicht. Wir den sprengen, den Typen, das Vieh. Ah, wir haben keinen Explosionstrank mehr. Was macht man denn mal? Okay, dann schwimmen wir mal weg von hier. Hier können wir scheinbar nichts machen. Brauchen wir scheinbar echt den Speer. Okay, dann schwimmen wir halt nochmal in die Blase. Und gucken, wie der nächste Tag so wird. Gemütlich ist es ja schon mal nicht. So in dieser... Ich bin nass. Die ganze Wand sieht organisch aus. Es leben Polypen darin. Okay. Uns hier zur Ruhe legen und schlafen können wir noch nicht. Also müssten wir noch irgendwas machen. Eine große Seemuschel. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler, das können wir. Wer oder was ist der Wasserzähmer? Der Wasserzähmer ist in unseren Prophezeiungen. Sie ist die Erdgebundene, die unser Volk vereint und allen Streit beendet. Ihr lebt also mit den anderen Meerum im Krieg? Nein, wir leben in Frieden mit den anderen Meerum. Und die Zeit des Wasserzähmers wird noch kommen. Ich wüsste gern mehr über den Wasserzähmer. Die Vorsehung wird sie zu uns bringen. Und sie wird etwas von uns erhalten, das wir seit vielen Generationen versteckt halten. Was wird der Wasserzähmer von euch erhalten? Das wissen wir nicht. Aber sie wird den alten Schrein öffnen und Licht ins Dunkel bringen. Sie wird den Beißer mit ihrem Speer erlegen, Zeugnis über ihre Mission ablegen und uns dann vereinen.
Das scheint ja eine ziemlich patente Person zu sein. Sie ist der Wasserzähmer. Sie ist die Prophezeiung. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Also wahrscheinlich wir. So soll es sein, Sammler. Braucht ihr das? Nein, für uns hat er keinen Wert. Wo hast du das gefunden? Es sieht sehr alt aus. Ich glaube, eines der Kinder hat es außerhalb der Stadt, nicht weit von der Blase der Erdgebundenen, im Seetang bei den Felsen gefunden. Wir benutzen es, um unsere Halle zu schmücken. Aber du kannst es gern haben. Betrachte es als Geschenk, Sammler. Okay. Gut. Dann schwimmen wir nochmal zum Seetang. Ah, okay, jetzt können wir den auch mit der Hand abrupfen. Gucken wir mal, was dahinter ist. Ein weiterer Kristall im Sand zwischen dem Seetang. Hinter dem Seetang scheint eine Höhle oder Spalte zu sein. Hier hinten liegt ein Höhleneingang. Hier war lange keiner mehr, wenn man sich die riesigen Seetangwälder anschaut. Okay, gucken wir mal. Kristall. Ein weiterer blauer Kristall. Steinaltar. Ein weiterer blauer Kristall. Noch ein Kristall und ein Altar. Okay, schauen wir uns den Altar mal genauer an. Das Bild sieht wie ein Fisch aus. Eine Welle. Das Bild sieht wie eine große Pyramide aus, mit einem Auge in der Mitte. Wasser. In diesen Ring ist ein Meer umgraviert. In diesen Ring ist ein Tontopf graviert. In diesen Ring ist Feuer graviert. Was ist das für ein Ring? In diesen Ring ist ein Vogel graviert. In diesen Ring ist Feuer graviert. Ein langer Speer mit Haken. Wahrscheinlich eine Harpune. Der Kristall kommt wohl dahin. Okay. So. Den Kristall machen wir dahin. Oder auch nicht. Okay. Passiert irgendwas, wenn wir jetzt hier... Oder ist hier sonst noch was? Ich bin nass. Okay, ich brauche eine Idee. Irgendwas ist mit dem Altar machen. Okay. Topfring, Meer rum. In diesen Ring ist ein Meer umgraviert. Vogelring.
Feuer? Vogelring. Ich bin... In diesem Ring ist ein Tontopf graviert. In diesem Wasser. Okay, ich kann die nicht mehr bewegen. Irgendwas habe ich falsch gemacht mit den Kristallen. Also es kam ein Geräusch, aber irgendwas ist falsch. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Der Kristall, den ich im Seetang gefunden habe. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Nee, wo sind die? Da. Oh. Was ist das? Die Geschichte des Merum-Volkes. In Bildern dargestellt. Oh, das ist ein Teil der Scheibe, ein Teil der Scheibe. Laut der ersten Tafel kamen die Merum in einem Raumschiff von einem anderen Planeten auf die Erde. Es sind Aliens. Nicht, dass mich jetzt noch viel überraschen könnte, aber dennoch. Damals sahen sie anders aus. Es muss sehr lange her sein. Ihr Schiff sieht wie ein Lebewesen aus. Moment mal. Könnte das ihr uralter Gott sein? Einer der Drachen? Ich glaube ja. Nach ihrer Ankunft auf der Erde hat sich ihre Rasse geteilt. Das eine neue Volk ging ins Meer, das andere blieb an Land. Was mag das bedeuten? Das muss etwas später sein. Die Merum sehen aus wie heute. Zumindest diejenigen, die ins Meer gegangen sind. Die anderen haben Flügel. Mal überlegen. Ich vermute, dass die an Land blieben, Alatia wurden. Das bedeutet, die Merum und die Alatia sind miteinander verwandt. In diesem Bild leben sie in Frieden nah beieinander. Sie gewinnen und nutzen das Tanyen gemeinsam, um Fisch als Nahrung für beide Völker anzulocken. Dann passiert etwas. Krieg. Die Merum und die Alatia entfernen sich voneinander. Im letzten Bild wird das Tanyen immer seltener. Die Merum verlieren viele Junge an die Beißer. Sie fürchten die Alatia und vergessen die gemeinsame Herkunft. Am Ende steht eine Prophezeiung. Die Merum und die Alatia leben wieder in Frieden zusammen. Dann gibt es wieder reichlich Tanyen und beide Völker blühen auf. Was die da alles rauslesen kann? Also,
Diese Tafeln berichten, dass die Merum und die Alatia früher ein Volk waren. Sie kamen in einem uralten Drachen auf die Erde und lebten in Harmonie, produzierten und teilten sich Tanien. Dann brach ein Krieg aus. Die Völker wandten sich voneinander ab. Tanien wurde knapp. Das kostete vielen Merum das Leben. Am Ende steht eine Prophezeiung. Eines Tages sollen sich die Merum und die Alatia wieder vereinigen und aufblühen. Das erinnert mich ein bisschen an die Draenei bei World of Warcraft. Die Kristalle auf dem Altar erleuchten mit die ganze Höhle. Mit den Fantasy-Aliens. Ist das ein Teil der Scheibe? Eine runde Einkerbung. Eingerahmt vom Bild zweier Drachen, die einander in den Schwanz beißen. Genau wie die Markierungen auf meinem Talisman. Den wir aber leider nicht haben. Wir brauchen den Speer. Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler, das können wir. Warum liegt die Höhle mit dem Altar und den Wandmalereien so verlassen außerhalb der Stadt? Was? Zeig uns diese Höhle! Sofort! Ich habe die Höhle mit dem Kristall aus deinem Palast und drei weiteren Kristallen vom Altar erhellt, indem ich die Steinringe in die richtige Position gebracht habe. Kann es sein, dass du es bist? Aber du bist ein Sammler. Du kannst es nicht sein. Was? Was kann ich nicht sein? Der Wasserzähmer. Er wird uns durch die Prophezeiung von einem alten Streit erlösen und unsere Völker wieder vereinigen. Er wird den alten Schrein entdecken. Der sieht schon sehr alt aus. Ja, das ist der Schrein. Und du hast Licht in unser Dunkel gebracht. Aber die anderen Prophezeiungen hast du noch nicht erfüllt. Du hast noch nicht bewiesen, dass du der Wasserzähmer bist. Wie kann ich es beweisen? Folge uns. Wir werden es dir erzählen. Wie kann ich beweisen, dass ich der Wasserzähmer bin? Du hast den alten Schrein entdeckt und Licht in das Dunkel gebracht, aber das kann auch Zufall sein. Du musst den Beweis liefern, der deine Mission für das Gleichgewicht bestätigt. Der Talisman. Mist, ich habe ihn verloren, als wir in den Sturm geraten sind. Du musst auch einen Beißer mit dem Speer töten. Erst dann glauben wir dir. Wenn du das getan hast, werden wir dir bei der Aufgabe helfen, unsere Völker zu vereinen. Wer ist der Wasserzähmer? Sie ist die Prophezeiung. Sie wird allem Streit ein Ende bereiten und unser Volk vereinen. Womit soll ich anfangen? Nimm diesen Speer und töte den Beißer. Du musst es tun, um den Merum deinen Mut und deine Stärke zu beweisen. Wo finde ich den Beißer? Wenn du der Wasserzähmer bist, wirst du einen Weg finden. Also den Beißer haben wir schon gefunden. Der ist ja beim alten Wrack. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen Beißer spießen. Mit dem Speer. Eben war der nicht lila, eben war der weiß. Egal. Machen wir einen auf Aquaman. Der Beißer versteckt sich im Schatten. Er wartet, bis ich näher komme, damit er mich angreifen kann. Ich bin nass. Er ist tot. Ich habe ihn erlegt. Echt? So einfach? Hat er irgendwas bei sich?
Kann man den irgendwie liegen? Ich muss etwas mitnehmen, um beweisen zu können, dass ich den Beißer erlegt habe. Dieser Zahn ist genau das Richtige. Meine Güte, ist der scharf. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Beißer Rasiermesser scharfe Zähne haben. Oh, bloß nicht darüber nachdenken. Und ins Innere. Er ist tot. Ich habe ihn erlegt. Ich will... Moment, da, ins Wrack. Der mein Talisman. Talisman. Was für ein unverschämtes Glück. Ist hier sonst irgendwas? Nee. Ach ja, das Wrack. Ist schon schlimm. Wir sind schuld, wir haben es versenkt. Okay. Dann schwimme ich nochmal zurück in den Tempel und benutze unseren Talisman mal mit dem Segel. So. Talisman. Siegel. Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Eine kleine Nische. Darin liegt das Bruchstück eines Steins. Ein Teil der Steinscheibe. Ja, wusste ich's doch. Das ist ja nur die Hälfte eines Teils. Es ist offenbar zweigeteilt worden. Merkwürdig. Wetten, dass die Flugwesen das andere Teil haben, die andere Hälfte. Okay, wir schwimmen nochmal zur Stadt und reden nochmal mit der Königin. Jetzt sollte die uns ja glauben, dass wir der Wasserzähmer sind. Die Königin der Meerung. Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler, das können wir. Vielen Dank, es war sehr aufschlussreich. Okay, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. So soll es sein, Sammler. Wir zeigen ihr mal, was wir gefunden haben. Ich habe von euch das Objekt erhalten, das ihr seit Generationen verborgen habt. Es ist Teil einer Scheibe, die das Gleichgewicht wiederherstellt und die beiden Welten vor dem Chaos rettet. Du hast einen Teil der Prophezeiung erfüllt. Wenn du den Rest erfüllst, erkennen wir dich als Wasserzähmer an. Hier ist der Beweis meiner Mission. Ein magischer Talisman mit dem Zeichen des Gleichgewichts. Das heißt, ich bin der 13. Hüter des Gleichgewichts. Du hast einen Teil der Prophezeiung erfüllt. Wenn du den Rest erfüllst, erkennen wir dich als Wasserzähmer an. Und den Zahn. Bitteschön. Hier ist ein Zahn des furchtbaren Beißers, der das Schiffswrack bewacht hat. Ein Beweis meiner Stärke und meines Mutes. Du hast alle Prophezeiungen bis auf eine erfüllt. Du musst der Wasserzähmer sein. Wir hätten nicht gedacht, dass sie zu unseren Lebzeiten kommen würde. Gut, dann bringt ihr mich zu eurem schlafenden Gott. Aber es gibt noch eine Prophezeiung, die du erfüllen musst. Noch mehr? Natürlich, das ist ja der Charme dieser Prophezeiung. Du musst unsere Völker wieder vereinigen. Aber du sagtest doch, ihr wärt vereint und es gäbe keinen Streit unter den Meerum. Der Wasserzähmer wird kommen und unsere Völker wieder zusammenbringen und uns retten. Die Prophezeiung des Wasserzähmers ist erst erfüllt, wenn du dies getan hast. Okay. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann suchen wir mal einen Weg, wie wir hochkommen und mit den geflügelten Wesen auf der Insel Alais sprechen können. Denn ich denke mal, das ist damit gemeint, die Völker zu vereinen, weil ja
die Flugwesen und die Meermänner einst ein Volk waren. Ja, okay. Gut. Freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschalten würdet. Oder mir ein Like da lasst. Ich freue mich über alles. Oder einen Kommentar oder sonst was. Okay, bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb.